Garbage Screening. Unsere Geschichte begann damit, dass wir eine große Plattform auf dem Ozean entwickeln wollten, um Plastikmüll aus dem Meer zurückzugewinnen. Im vergangenen Jahr haben wir allerdings unsere Strategie umgestellt auf Flüsse, denn wir sind der Meinung, wir müssen erst einmal den Zufluss in die Ozeane verhindern, dass immer mehr Müll nachströmen kann. Wir versuchen dabei, eine sehr einfache Technologie und Struktur umzusetzen, denn wir sind davon überzeugt, dass gerade in den Gebieten, in denen sehr viel Plastikmüll anfällt, eben auch es eine wichtige Voraussetzung ist, dass solche Anlagen einfach gewartet werden können, einfach gebaut werden können, dass es mit geringen Kosten verbunden ist. Und das ist unser Ziel, eine einfache Struktur, die wir skalieren können auf viele Bereiche der Welt. Im Hintergrund seht ihr eine funktionale Einheit aus der späteren gesamten Plattform. Das Modul stellt den oberen Kanal, also den oberflächennahen Kanal und den Kanal darunter dar. Die innenliegende Technologie erlaubt es uns, Plastik aus dem Flusswasser abzuleiten, in eine interne Struktur umzuleiten und in einem Reservoir später aufzukonzentrieren. Die Fortschritte sind für uns enorm wichtig, da wir Maßstab 1:1 testen können und die Ergebnisse sehr nah an der Realität sind, sodass wir diesen Prämotypen quasi als letzten Labortest ansehen und mit dem nächsten Prototypen dann schon in die Feldtests gehen können. Aber wir haben schon eine super Basis, von der aus wir weiterentwickeln können. Und natürlich müssen auch Schwimmkörper angebracht werden, es müssen Signale angebracht werden. Aber das können wir mit unseren Partnern sehr gut umsetzen. Wir wollen in jedem Fall unseren vielen Unterstützern danken, sei es durch Spenden, durch Know-how, durch Material, unsere Partner, die uns helfend unter die Arme greifen. Und wir freuen uns auf die nächsten Jahre und sind einfach sehr zuversichtlich, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Und wir rufen euch dazu auf, durch euren Konsum, durch eure Bewusstseinshaltung eben auch einen kleinen oder großen Beitrag bei der Lösung dieses sehr komplexen Problems zu leisten.